Und dann gibt es noch was, ja. Das hast du fotografiert. Oh ja. Da ging es um die Kaffeemaschine. Das war geil. Da war so ein Espresso-Cappuccino-Kaffee-Vollautomat in diesem Frühstücksraum. Und dieser Espresso-Kaffee-Cappuccino-Vollautomat, der hat so ein Display, wie die ja. das hier haben, die modernen. Und ich drücke da drauf und was passiert? Na, was passiert? Ja. Nichts. Ja, gar nichts. Es kommt gar nichts. Der rülpst kurz vor sich hin und dann kommt nichts. Und dann erscheint auf dem Display etwas und dafür liebe ich Deutschland. Na, da stand, die Ressource Vollmilch ist aufgebraucht. Das Produkt Cappuccino wurde abgebrochen. Sie können das abgebrochene Produkt nach dem Auffüllen erneut beziehen oder den Vorgang abbrechen. Ich meine, warum steht da nicht, bitte Milch nachfüllen? Ja. Ich meine, so wie Menschen. So einfach könnte es sein. Lies es bitte nochmal vor. Die Ressource Vollmilch ist aufgebraucht. Das Produkt Cappuccino wurde abgebrochen. Sag mal, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ehrlich, großartig. Das ist Deutschland. Also sowas, bei solchen Formulierungen, so Wortblähungen, da sind wir, glaube ich, wir sind ja in vielem nicht mehr Weltmarktführer. Aber da sind aber wir auf jeden Fall, in Dummformulierungen sind wir immer noch Weltmarktführer, würde ich sagen. Ich habe auch was zum Vorlesen. Es gab ja den Deutschen Buchpreis für, wie spricht man ihn? Kim de l'Horizon oder Horizon? De l'Horizon, glaube ich. De l'Horizon. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, weil ich von dem noch nie was gehört habe. Macht ja auch nichts. Nee. Und er ist für sein Werk Blutbuch ist er ausgezeichnet worden. Alles super. Ich habe es jetzt toll. Im Laden liegen sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich es nehme, aber ich warte noch. Ich habe noch 3-4 andere Sachen, die ich vorher lesen möchte. Ja, er ist queer auch immer. Ja. Aber das ist aber alles okay. Mhm. Was er gemacht hat bei der Verleihung ist, er hat sich die Haare abrasiert, um irgendein Zeichen zu setzen. Ja, aber... Ich meine, es werden ja jede Menge Zeichen gesetzt. Ja. Man kommt ja kaum noch durch die Gegend irgendwie, ohne dass irgendeiner ein Zeichen setzt. Aber was hat denn das mit dem Deutschen Buchpreis zu tun? Das weiß ich nicht. Er wollte auf irgendwas aufmerksam machen. Ich habe gelesen auf die Situation im Iran und. Ja, das mag ja lobenswert sein. Das ist ja keine Frage. Alles lobenswert. Aber irgendwie könnte er doch auch einfach sagen, ich finde das scheiße, was die Mullahs da machen. Ja. Muss ich mir dabei die Haare abrasieren? Ja, er wollte so. Jetzt habe ich Man versteht es ja auch nicht gut, weil ich nehme an, er hat das elektrisch gemacht, oder? Ja. Also pass auf, du sagst jetzt, die Situation im Iran ist unerträglich, pass auf, und ich bin der Rasierer, ja. Sag mal. Die Situation im Iran ist unerträglich, ja, schwierig. So, wer hat denn das verstanden? Ja, keiner. Das ist natürlich auch schwierig. Ich möchte aber vorlesen, was ich gefunden habe zu dieser Aktion. Ja. Diese Prämierung wird unvergessen bleiben, ja. Geschichte schreiben. Seitdem sich Reinhold Götz mit einem Rasiermesser während des Bachmann-Preises 1983 die Stirn aufschnitt, konnte keine Performance mehr eine derartige Faszination in der Öffentlichkeit hervorrufen wie Kim de l'Horizon's Rasur seiner Kopfhaare anlässlich der Entgegennahme des Buchpreises. Da er sich als non-binär beschreibt, dürfte die Geste zunächst vor allem als politisches Statement gegen eine heteronormative Matrix und mithin das patriarchale Schönheitsideal zu verstehen sein. Ich habe jetzt eine Lücke extra gelassen, damit man das auf sich wirken lassen kann. Was für eine Blähung. Also ich habe ein bisschen Angst und ich meine, die Gefahr besteht durchaus nicht, aber ich hoffe, ich werde nie den Deutschen Buchpreis bekommen, weil du musst dir ja jetzt schon überlegen, der eine hat sich in die Stirn geschnitten, der andere hat sich in den Schädel rasiert. Muss ich mir da eine Fingerkuppe abtrennen? Nee. Ich meine, man muss ja auch ein Zeichen dann setzen. Stell dir und was vor, kannst du noch machen? Irgendwie, naja, man kann natürlich, also es gibt da noch Körpergegenden. Aber da fällt mir ein, hat Van Gogh mal den Buchpreis das bekommen? Das war der Buchpreisverlag, da hat er sich das Ohr abgeschnitten. Ja, ja. Und du hast ja keine 2 Bücher geschrieben. Okay. Ich meine, super, alles gut. Ich werde das Buch sogar lesen, weil es mich interessiert. Aber muss immer alles so wahnsinnig aufgeladen es ist werden? So, kann so nicht wichtig. Auch mal ein Buchpreisträger da oben hingehen und sagen, das freut mich unwahrscheinlich, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe. Übrigens, wenn ich diese Popularität schon nutzen kann jetzt gerade, ich finde das unglaublich unerträglich, was da im Iran geht. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wäre doch auch okay. Wäre okay, aber er hat sich halt die Haare abrasiert und sah danach, also es sieht nicht gut aus. Aber ich weiß nicht, wie er vorher aussah. Vielleicht das weiß ich auch nicht. Gut. Ja, vielleicht auch nicht gut. Das ist ja oft so. Menschen, die mit einer blöden Frisur vorher nicht gut aussehen, sehen auch nachher nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie er vorher aussah. Nein, aussah. Aber jetzt, ich lese erstmal das Buch, bevor wir jetzt über ihn herziehen. Und nein, das tun wir ja nicht. Nee, mal tun wir auch nicht. Ich meine, es ist auch schwierig jetzt für ihn. Jetzt wird es kalt und überall wird nicht geheizt und jetzt braucht er auch noch eine Mütze. Ja, verstehst ich ziehe eher über diesen Typ mehr, der das geschrieben hat. Ja, klar, das stimmt. Das ist. Ja, das ist.
So. Dieses Heine-Zitat hatte ich ja schon beim letzten Mal. Ja, komm, nochmal. Das Schöne an den Deutschen. Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht. Und das gilt vielleicht auch.